wird für ein schönes Shooting. Wir haben uns überlegt, das ist ein schöner Indianer. Ein Indianer, so ein was auch immer, ein Stock ist das. Hat sich die Genie schön gebastelt. Hier drin will ich das ein bisschen mystisch machen jetzt. Ich habe das Lichtset aber jetzt aufgebaut. Da ist einmal so ein Beauty-Tisch. Und am anderen Ende hier sieht man ganz normalen Blitz mit einer Farbfolie vor, mit einer lilan. Ich werde gleich mal hier rauf anzünden. In der Blitz da von hinten das rauf lila. Und vorne den Beauty-Tisch. Das sieht mega cool aus. Wir haben gerade schon ein paar Testaufnahmen gemacht. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, wie es dann aussieht ungefähr. So wird es aussehen. Das ist jetzt noch ohne Rauch. Und ja, meine Hoffnung ist halt, dass es mit Rauch halt richtig cool, also richtig mystisch aussieht hier im Wald. Mal gucken. Ja, schaut einfach zu. Ja, so, das ist jetzt hier so ein Bild aus dem Shooting. Einfach mal in Lightroom geöffnet. Ich wurde schon öfter mal gefragt, ob ich mir nicht einfach zeigen kann, wie ich das bearbeite. Das mache ich jetzt einfach mal. So kam das Bild jetzt aus der Kamera. Das sieht schon sehr schön aus, finde ich. Da braucht man eigentlich gar nicht mehr so viel machen, aber ich wollte es einfach noch so ein bisschen doch mehr kontrastreich, ja, detaillierter haben, das Bild. Hier oben sieht man mal die Aufnahmedaten. ISO 200, Blende 4. Habe ich hier gewählt bei 50 mm. Das ist das Minolta 50 mm 1,7 Objektiv. Das ist schon etwas älteres, ist aber super cool. Mag ich sehr gerne, macht super Bilder. Blende 4 habe ich einfach gewählt, um so eine gewisse Schärfe reinzubekommen, aber trotzdem hinten bei den Bäumen da die Unschärfe zu haben. Ein 1/80 Sekunde habe ich hier gewählt. Es war eigentlich relativ egal, weil die Bewegung wurde so von dem Blitz eingefroren, deshalb kann man auch hier ruhig ein bisschen Länge, Berechnungszeit von 1/80. Man hätte vielleicht sogar noch kürzer wählen können, das heißt vielleicht 1/160, vielleicht sogar 1/200, dann hätte ich dieses Tageslicht hier hinten im Wald hätte ich noch ein bisschen dunkler hinbekommen wahrscheinlich. Ist mir mal erst später aufgefallen, aber das stört mich eigentlich nicht weiter, gefällt mir auch schon so. Ich zwitsche mal einmal nach links, und zwar ist das jetzt zum Beispiel das bearbeitete Bild, wie ich es bei Facebook gepostet hatte. Man sieht schon, da ist deutlich ein Unterschied, die Farben sind ein bisschen mehr kräftiger, ist ein bisschen detailreicher, ein bisschen mehr Schatten, ein bisschen mehr Lichter. Und das Ganze will ich jetzt einfach mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich hoffe, ich kriege es jetzt auf Anhieb hier so hin. Ich habe es mir gerade nochmal angeschaut. Wir versuchen es einfach nochmal so hinzubekommen. Ich habe das ein bisschen, wie man sieht, ist ein bisschen düster geworden. Das ist nicht schlimm. Das kann man hier ruhig ein bisschen hochziehen. Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall gebe ich mehr Kontrast zu. Ja, Lichter würde ich so ein bisschen mehr zugeben. Und die Tiefe auch so ein bisschen aufhellen. Was man hier machen kann als kleiner Tipp, man kann die Tiefen mal ganz nach oben ziehen. Die Lichter ganz nach unten, da wird das noch ein bisschen düsterer jetzt, aber wenn man noch die Klarheit noch ein bisschen hochzieht, man sieht schon, was ich hiermit zeigen will, das wird total detailreich. So krass wollte ich es hier aber noch nicht haben, weil ich möchte diese Detailreichtum möchte ich einfach gleich durch einen Nick-Filter sozusagen ins Bild bringen. So, Tiefen, wo war Tiefen, wieder ein bisschen hoch. Ein bisschen wieder runter belichten, ja, so passt es. Klarheit, ein bisschen mehr Dynamik gebe ich rein, ein bisschen mehr, damit die Farben rauskommen. Ja, ich würde die Lichter eigentlich kaum verändern in diesem Fall.
Weil das will ich klar alles noch machen. Man kann hier noch, vielleicht sieht man hinten, dass die Bäume noch ein bisschen rauskommen. Kann man so ein bisschen mehr reingeben. So, mehr würde ich jetzt gar nicht machen erstmal. Radius, den stelle ich auf 0,6, 0,7 ungefähr. Wenn man die Schärfe hochdreht, man sieht es hier in diesem kleinen Vorschaufenster. Wenn man die Schärfe hochgeht, wenn ich es runter mache, ist es ja, sozusagen matschig. Wenn ich es hochdrehe, wenn ich es ganz hochdrehe, dann werden das so Punkte. Wenn der Radius größer wird, dann werden das quasi so kleine Würmchen. Und ich mache es immer ziemlich klein. So ungefähr 60, man kann auch mal bis nach 80 hochgehen, kein Problem. Ich bewege mich um die 60. Maskiere das Ganze dann noch. Das kann man hier dran machen. Man sieht schon an dem Bild, achtet mal auf die Flächen. Oder ich gehe mal irgendwo hin, wo. Hier kann man das mal machen, hier wo so Kanten sind. Da sieht man es nicht ganz so deutlich, aber vielleicht mal hier auf die Flächen achten. Oder hier in dem Haar. Wenn ich das mehr maskiere, da wird das wieder ein bisschen weicher und es bleiben nur noch die Kanten geschärft. Das kann man auch machen, wenn man gleichzeitig auf die Alt-Taste drückt und diesen Regler hier bewegt, dann wird das so ein Schwarz-Weiß-Bild auf einmal. Da sieht man es, alles was jetzt schwarz ist, wird quasi nicht geschärft und alles was weiß ist, wird geschärft. Und so sieht man, aha, ich schärfe also nur die Kanten nach und so will ich es haben. Da habe ich keine Würstchen, keine oder Würmchen oder wie auch immer so komische, ja, komische Sachen, wenn ich das nachschärfe. So habe ich es erstmal hier fertig. Das ist erstmal ein bisschen mehr Licht da reingeholt, ein bisschen mehr Farbe. Das reicht mir erstmal im ersten Schritt. Jetzt gehe ich das, gebe ich das noch weiter in den Color Effects Pro 4 von Google Nick Filter. Da arbeite ich öfter mit. Man hätte es auch jetzt noch im Photoshop machen können. Dodge and Burn vielleicht noch machen. Das ist, wenn man die Lichter und die dunklen Stellen bei den, vor allem oft auf dem Model, auf meistens auf den Haut, auf der Haut, so ein bisschen noch die Lichter noch hervorhebt, die dunklen Stellen noch ein bisschen runter, dann da wird noch mal so ein bisschen mehr Dynamik, beziehungsweise so ein bisschen mehr ja, so 3D-Effekt mehr erzeugt. Das sieht auch super cool aus. Mache ich es in diesem Fall einfach mal nicht. Das kann man mal irgendwann anderes zeigen. Hier mache ich jetzt den ja, Tonal Contrast heißt das. Das heißt also, ich mache schon auch ein bisschen krasseren Kontrast rein. Man sieht es schon, wenn ich das hier so an- und ausmache. Alleine schon, wie das sich im, achte mal auf den Rauch, wie das da schon hervorkommt. Zack. Ja, sieht schon super cool aus. Wir haben auch so ein bisschen Sättigung mehr. Man sieht es ja auch schon, die kann ich hier auch noch runterdrehen. Ja, schwarz-weiß wirkt das Ganze nicht mehr so. Würde ich auch ruhig, es war gerade auf 20. War vielleicht ein bisschen viel, ich würde so auf. Ja, lass uns auf 13. Wenn man die Mitteltöne, man sieht auch, was hier passiert ungefähr. Also achte mal auf den Rauch, wenn ich jetzt die Mitteltöne hochziehe. Zack, da hat man viel, viel mehr Struktur drin. Auf einmal sieht es viel krasser aus, viel detailreicher. Wenn ich die Spitzlichter hochziehe, dann ist das hier auf diesen hellen Stellen. Da kommt das ein bisschen, dann erspart man sich so ein bisschen das Dodge and Burn, aber auch nicht ganz. Das ersetzt es auf jeden Fall nicht. Aber wenn ich jetzt mal die Schatten kann ich noch ein bisschen weiter hochdrehen, runterdrehen und einfach mal den Unterschied sieht. Hier Schatten runter, Schatten hoch. Man sieht schon, was da wieder für eine Struktur reinkommt. Zack. Super geil. Ganz einfach. Würde ich jetzt, ja, lassen wir mal so. Ich mache es mal aus und an. Man sieht schon, das hat auch schon fast, man könnte fast denken, das ist ja wie so eine gerendertes Bild, finde ich immer, aber da genau das wollte ich hier, detailreich, so ein bisschen das Ganze abgehoben. So, das speichere ich jetzt, mehr mache ich hier gar nicht. Und ja, mehr wollte ich hier gar nicht zeigen, das war es eigentlich erstmal. Zu den verschiedenen Sachen, was ich eben sagte, Dodge and Burn und so weiter. Man kann auch mal ein bisschen zeigen, wie das mit Lightroom hier generell läuft. Ich wollte hier einfach mal zeigen, was hier möglich ist, wie ich das mache. Und man kann sich jetzt nochmal einmal in großer Sicht angucken, das Bild. Ja, da bin ich eigentlich voll zufrieden. Also in diesem Fall, bei diesem Bild ging es auch mehr eigentlich um das Shooting mit den ganzen, mit dem Rauch, mit den Anblitzen hinten, mit der Farbe. Also das
Das Ausgangsmaterial war hier schon super. Man muss jetzt gar nicht mehr viel machen. Man kann jetzt noch hingehen, eigentlich. Man könnte jetzt noch die Haut ein bisschen retuschieren, natürlich. Ich glaube, das hatte ich bei dem ersten Bild auch gemacht. Ah, hier ging es jetzt wirklich nur um den Look zu zeigen. Aber so ist das Bild schon in meinen Augen sehr cool. Guck uns mal das, was ich. Ja, das hatte ich gezeigt auf Facebook. Und das habe ich jetzt fertig gemacht. Ja, ist ein bisschen anders bei dem. Ich habe jetzt sogar noch ein bisschen mehr Kontrast, ein bisschen mehr Details. Ich glaube, bei dem anderen hatte ich noch ein bisschen Dodge and Burn bei Photoshop gemacht. Aber wie gesagt, es ging hier ums Zeigen, wie ich das gemacht habe, den Weg dahin. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ja, vielleicht mache ich sowas in der Zeit öfter mal, wenn euch das gefällt. Dann wünsche ich euch ja, viel Spaß weiterhin und bis dann. Tschüss.